Der Anfang entscheidet über das Endergebnis und warum das gerade bei der Oldtimer-Lackierung so wichtig ist und wie du mit dem richtigen Anfang dein Lackierendergebnis positiv beeinflusst, das erfährst du jetzt. Bleib dran, wir sehen uns. Hallo und herzlich willkommen in der Lackademie zum Oldtimer-Lackierer-Talk. Heute wieder mit Jörg Egger am Start, Oldtimer-Meisterlackierer, und ich, André Herrmann, als Rostschutzexperte. Das bin ich von der Invento Österreich. So, und schon in der Anmoderation habe ich es gesagt, wir legen heute die Lupe mit mehreren Folgen auf den Anfang. Der Anfang entscheidet, wie oder was du für ein Lackierendergebnis erreichen wirst. Und bevor ich es vergesse, LAW, liken, ein Abo dalassen und natürlich weiterempfehlen. Aber jetzt zur Sache. Jörg, ich stelle mir jetzt gerade vor, der Anfang ist entscheidend, und du hattest das in unserer ersten Folge an der Pilotstaffel eben auch gesagt, dass der Anfang eigentlich die halbe Miete ist und maßgeblich das Endergebnis beeinflusst. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich habe jetzt einen Oldtimer vor mir, also die Karosserie, alles grundierfertig, und ich lege jetzt los und ich denke mir, ich nehme jetzt einen Epoxy, grundier eine Schicht Epoxy, lass die richtig gut austrocknen, denk mir, okay, ich muss jetzt Schichtstärke aufbauen, ich trage jetzt einen Polyester-Spritzspachtel auf und baue dann das soweit auf bis zum Füller und bis zum Basislack und so weiter. Was hältst du davon? Ja, das ist, also ich muss vorne beginnen. Ich habe das, glaube ich, bis vor 10, 12 Jahren genau gleich gemacht. Also ich habe eine Grundierung, zwei Schichten Epoxy auflackiert, den sauber trocknen lassen, den dann angeschliffen und einen Polyester dazu mal auflackiert. Hohe Schichtstärke, so dass ich Flächen schleifen kann, dass ich eine super schöne, gerade, homogene Fläche zusammenbringe. Die Thematik ist aber, dass ich weiß nicht mehr ganz genau, ich habe es nur versucht herauszufinden, ich bin leider nicht auf die Jahrzahl gekommen. Ich wollte herausfinden, wann, es ist vom Gesetz her eine Änderung passiert, also es sind giftige Stoffe verboten worden. Ich glaube, es war Styrol, meiner Meinung nach. Kann ich mich erinnern, ja. Das, genau. So ein Thema gab es auch beim ganz normalen Spachtel. Genau, da war nämlich was. Und dazu mal habe ich dann die Information von einem Freund von mir gekriegt, wo Chemiker ist. Haben wir gesagt, Jörg, pass auf, das Material ist nicht mehr gleich gut, wie es einmal war. Ich habe dann einen Test gemacht und es hat sich herausgestellt, dass genau dort der Hund begraben ist. Also die heutigen Polyester sind nicht mehr langlebig, die halten nicht mehr. Was heißt das auf Deutsch jetzt? Was heißt das im Klartext? Das heißt im Klartext, wenn ich einen Aufbau so mache, Epoxy und dann Polyester und dann schleife ich und dann füllere ich und dann lackiere ich das, dann habe ich, wir kennen es alle, die Fachleute, habe ich nach 2, 3 Jahren, habe ich feine, so wie Haarrisse. Mhm. Man kann jetzt nicht genau sagen, woher das kommt. Also einerseits ist die Thematik vom, das Material arbeitet, der Polyester ist zu hart in sich. Oder eben die Spannung vom Material ist nicht mehr gleich und verträgt sich nicht mit den Decklacken, also mit den Füllen und den Decklacken. Funktioniert nicht. Leider funktioniert es nicht mehr. Und ich bin dann auf die Suche gegangen, was gibt's für Alternativen? Weil ich habe dann eine Zwischenlösung gemacht. Kennen wir alle, Epoxy-Grund, dann Spachteln, von Hand spachteln. Mhm. Aber jetzt ist ja der Spachtel, also der Polyester-Spritzspachtel und der normale Spachtel, den man aufkitten kann, ist ja chemisch Unterschied wie Wasser und nassen Wasser. Also. Ja, es ist genau das, aber es hat dazu mal einfach nichts anderes gegeben. Ja. Man ist dann halt so weit gegangen, oder ich bin so weit gegangen, dass ich ganze Teile, ganze Seiten, ganze Fahrzeuge eingespachtelt habe. Und um natürlich die Unebenheiten logischerweise auszugleichen, ohne dich zu unterbrechen, aber weil das ist so extrem spannend, weil ich von meiner oder von, da sind wir ja deckungsgleich, aber von der Philosophie stelle ich mir vor, wenn ich jetzt einen Oldtimer habe und ich sage, so eine geile Lackierung, und dann mir jemand sagt, weißt du was, der ist vor 30 Jahren lackiert worden. Das ist eigentlich, das ist das, was ich so geil finde. Ja, ja. Und das würde quasi bedeuten, dass man mit diesem Weg, also so, was wir jetzt hier gerade unter die Lupe legen,
ist natürlich unter Umständen Schwierigkeiten oder dass es schwierig sein kann, dass man genau dieses schöne Lackierbild hinbekommt, ohne dass man dann natürlich die ganzen mikroskopisch feinen Haarrisse bekommt und so weiter. Ja, absolut richtig, ja. Also ich möchte jetzt nochmal zurückkommen. Ich habe das eben gespachtelt, wir kennen es alle, ganze Flächen einspachteln, schleifen, Feinspachtel, wenn man Poren hat und dann eine dicke Schicht Fülle drüber. Hm. Habe auch das dann Langzeittest gemacht und gesehen, dass das einfach auch nicht, es funktioniert nicht. Funktionieren heißt, es fällt... Es sackt nach, es geht nach. Der klassische Füller, nach. Der Füller ist einfach nicht gemacht für hohe Schichtstärken. Hm. Und wenn ich von hohen Schichtstärken rede, dann rede ich wirklich von hohen Schichtstärken, weil man muss einsehen, die alten Autos, wirklich die alten, wo von Hand gedengelt worden sind, die sind nicht plan, die Flächen. Man könnte jetzt natürlich sagen, man spenglert das, dass die Fläche wirklich schön ist, aber ist fast nicht möglich und macht auch keinen Sinn. Ein Teil, wo in sich gut ist, die Substanz gut ist und halt früher so war, muss ich nicht besser machen. Also ich mache dann den Aufbau wie original. Also jeder, wo Bentley, Rolls-Royce, Ferrari gemacht hat, alte Autos, weiß, dass da einfach brutal viel Material oben ist, ab Werk. Das ist einfach so. Und genau das muss man reproduzieren können. Und ich bin dann auf die Suche gegangen, weil mich das einfach mit dem ganzen Spachteln Polyester nicht glücklich gemacht hat. Es funktioniert einfach nicht. Dann habe ich einen Dickschicht-Epoxy-Füller, Grundierung gefunden. Haben wir gedacht, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Habe dann versucht, den zu lackieren. Der ist so zähflüssig, dass ich den nicht zur Pistole herausgebracht habe. Und ich habe dazu mal, glaube ich, mit einer 2,5 mm Düse gearbeitet. Bin dann auf die Suche gegangen nach einer gröberen Düse, habe mit Druckgefäßen probiert, Druckpistolen, Druckbehältern und so weiter und so fort. Und habe jetzt eigentlich ein super Setting auf die Beine gestellt. Also ich habe eine 3 mm Fließbecherpistole. Ich nehme ein Material, wo ich, jetzt müsst ihr euch festhalten, pro Durchgang bringe ich 300 μ drauf. Und das Geile an dem Material ist, ich kann 15 Schichten nacheinander, egal wie viele, kann ich auflackieren. Fußnote, merkte das Fußnote dazu, als mir der Jörg das mal gesagt hat, in einem Nebensatz mal nebenbei, ich blase so und so viel Material auf, da habe ich als erstes Ups gemacht. Weil ich genau dieses, ich sage jetzt einfach mal alte Denken oder diese Art und Weise für mich möglich war, wie ich jetzt hohe Schichtstärken reproduzieren kann. Natürlich ist ja die Gefahr, dass es hohe Schichtstärken, dass irgendwas zusammenfällt. Das natürlich würde ich mal auch denken, wir in unseren Breiten, gerade Sommer wie Winter, dass selbst der Grundkörper, ich sag mal salopp, Ziehharmonika spielt und dann natürlich die Materialien in der Lage sein müssen, dass die das natürlich diese Spannung vertragen. Heißt auf Deutsch gesagt, um das mal einfach auf den Nenner zu bringen, du hast Materialien weggelassen, die das Problem haben, dass sie eben durch die Spannung weniger vertragen können und Materialien versucht zu reduzieren, also von der Schichtstärke wie den klassischen Füller, der eben zusammenfallen kann und hast du versucht zu ersetzen durch einen Dickschicht-Epoxy. Übrigens werden wir dann später nochmal genau drauf kommen. Das ist heute noch nicht so weit, das ist noch ein bisschen Geheimnis, was es ist, aber das müsst ihr bitte entschuldigen, da ist noch was in der Pipeline. Quasi durch einen Dickschicht-Epoxy ersetzt, der, du sagst, ist ja unglaublich. Ja. 8, 9, 10 Schichten übereinander. Das trocknet ja beim normalen Epoxy nie. Nein, das trocknet nie. Das ist Tatsache. Ich habe das in meinen anderen Videos schon erwähnt. Mein Lackaufbau, der braucht Zeit. Ja. Der muss durchtrocknen können. Und nicht forcierte Trocknung, sondern konventionell, ganz normal. Darum ist meine Werkstatt auch klimatisiert. Also ich habe immer konstante 22 Grad dort drin. Und wenn ich je nach Schichtstärke oder eben wie viel, dass ich halt auflackieren muss, je nachdem, wie uneben der Untergrund ist. Ich gehe jetzt davon, oder ich sage jetzt eine Hausnummer, wenn ich jetzt fünfmal drauf bin mit 5 mal 300 μ, kann man sich ausrechnen, glaubt man nicht, dass das funktioniert, muss ich das Material einen Monat trocknen lassen. Dann kann ich das weiterverarbeiten, dann kann ich es schleifen. Vorher ist es ein Ding der Unmöglichkeit, es geht nicht. Und daher brauche ich Zeit. Mhm. Dann habe ich natürlich einen enormen Vorsprung
einen arbeitstechnischen Vorsprung. Also ich habe ein Grundmaterial, wo extrem korrosionsbeständig ist. Ich würde mal sagen, ja. wir reißen das jetzt mal nur so an, weil wir rudern dann gleich. Also das merken wir uns, das wird dann nämlich Thema bei der nächsten Folge sein, weil ich finde dieses Thema so wichtig, weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere, es gibt ja auch viele, die jetzt vielleicht nicht das Lackierhandwerk so gelernt haben, Tag für Tag in der Werkstatt stehen, sondern die vielleicht aus Restaurationsliebe daheim in der Garage einen Oldtimer stehen haben und so sukzessive, Step by Step, das Fahrzeug eben neu aufbauen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es denen ähnlich jetzt gerade ergangen ist, nach den Info, wie es mir damals ging, wo du sagtest, boah, ich hau da 25 Kilo sowas drauf, bis dann Endeffekt die Oberfläche plan ist. Aber jetzt mit der Logik, ich lasse das weg, was reißen kann, was nachfallen kann und ersetze das durch ein Material, was A, einen Hammer und Rostschutz hat, logischerweise, und B, was null nachsagt und ich die Möglichkeit habe oder eben die Möglichkeit bietet, dass es eine Fläche gibt. Also eine Fläche, auf der man aufbauen kann. Und das Material hat eben die Eigenschaft, es füllt extrem, es hat einen geringsten Schwund und es ist hart zum Schleifen, wenn es trocken ist, hat aber trotzdem eine gewisse Flexibilität. Also wenn ich Alukarossen habe, muss ja das ein bisschen mitarbeiten. Natürlich. Das Material, das kann das. Genau. So ist es. Dann würde ich mal sagen, dann haben wir heute mal so zum bisschen Aufwärmen, sind wir mal ein bisschen in die Tiefe gegangen. Es gibt jetzt gleich noch eine neue Folge, die müsst ihr euch dann anschauen, wo wir noch ein bisschen weiter, weil es ist so komplex, das Thema. Hier möchten wir und hier nehmen wir uns natürlich gerne die Zeit. Ich würde sagen, Jörg, wir hauen für heute den Hut drauf. Bis zum nächsten Mal, oder? Pfiat euch, ciao, servus.